안녕하세요. 저희는 달콤한당입니다. Heute haben wir was ganz anderes. Was haben wir denn heute? Was gibt's denn so Berühmtes aus Deutschland? Was kaufen so viele Koreaner so in Deutschland ein? Also wenn ich an Koreaner und Deutschland denke, dann denke ich an Schweinshaxe als allererstes. Süßigkeiten. Milka unter anderem. Weiß ich, dass es da sehr teuer ist. Haribo zum Beispiel. Genau, darauf wollte ich hinaus. Okay, und was haben wir vor mit Haribo? Nichts mit Haribo, aber was mit Ähnlichem. Bei Haribo ist auch Jelly und wir haben heute Schweinskopf im Jelly. Das ist kein Haribo. Auch Sülze genannt. 오늘 소개드릴 거는 술세예요. 그것도 Schweinskopfsülze. 그러니까 돼지머리 젤리. 젤리. 나랑 wollen wir das mal probieren? Wir haben sogar zwei Sorten, sehe ich gerade. Ja. Der Unterschied ist, dass diese hier mit Gurkenstückchen ist, die von einer anderen Marke ohne Gurkenstückchen. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Und was steht in Zutaten drin? Schweinekopffleisch. Huch, ist mein Schlüssel. Das riecht gar nicht schlecht. Riecht ein bisschen nach vergorenen Soljanka. Was ist das? Jakob Kimchi-Chige Shin-Nemse, naja. Es wird schlimmer, je länger man darin liegt. Ja, genau. Oh. Das ist ein bisschen Gatsbuttergurke, ne? Ich hab echt tierische Angst. Oh, das riecht noch schlimmer. Oh Gott. 제일 제안이긴 했는데 그렇게 뭔가 막 기대되진 않네요. 먹고 싶어서. Ich freue mich so überhaupt nicht, so gar nicht. Aber das ist ein Sommeressen. Weil das immer gekühlt serviert wird. Ich kann mir Schöneres vorstellen als Sommeressen. Nee, ja. Zum Beispiel alles, nur keine Schweinskopfsülze. Zum deutschen Essen gehört auch deutsches Bier dazu. Bisschen unfair verteilt. Ich find's fair. Wollen wir probieren? Nee. Ich glaube, ich probiere erstmal ohne Gurke, um den vollen Geschmack zu haben. Du nimmst aber einen ordentlichen. Ja, wenn schon, denn schon. Was? Er schmeckt auch ein bisschen. Nee, Frikassee war es irgendwie zwei Wochen zu lange gestanden. Jakan ore den Chige. Oh, das schmeckt so scheiße, dass ich gar nicht reden kann. Jakan Kogi Bani noch gekrin Chige를 한 열흘 동안 여름에 밖에 내놓았다고 밖에 내놓은 맛이라고 생각하시면 될 것 같아요. 약간 신, 엄청 많이 신 김치찌개. 거기다가 약간 돼지 지방 굳은 맛? 오케이. Wollen wir das mit Gurke mal probieren, ob das besser ist? Also wenn das Sauergurke ist, dann falle ich hier komplett um, wahrscheinlich. 왜 이렇게 경건해 분위기가? So ernst die Stimmung jetzt. Das ist ein Traum. Tschüss. Schmeckt das besser? Ja. Das ist besser, finde ich. Es schmeckt tatsächlich ein bisschen milder. Vielleicht wird es besser mit Toast. Man kann das auch zum Frühstück essen. Achim sei Bange Palamokido. Der Unterschied zwischen unserem. Ich trau mich halt nicht. Na dann. Ist besser. Ja. Er mildert es sehr. Ich verstehe nicht, warum Leute das freiwillig essen, aber man überlebt es. Man braucht auf jeden Fall irgendwas zum Nachspülen. Weißt du, warum man angefangen hat, Süße zu machen? 술제의 어원이 고대 독일어로 술자거든요. 술자는 고대 독일어로 소금물이란 뜻이에요. 술제를 만들게 된 계기가 예전에 냉장고가 없을 때 사람들이 돼지를 도축하고 나서 모든 부위를 어떻게든 코부터 꼬리까지 다 써야 되는데 냉동을 시킬 수가 없으면 오래 보관할 수가 없잖아요. 그래서 생각해낸 보관법이 술제예요. 돼지고기를 소금물에다가 푹 익힌 후에 고기는 따로 건져서 이렇게 조그맣게 잘라내고 육수는 따로 건 걸러가지고 화이트 와인이나 식초랑 섞어가지고 간을 맞춘 후에 그걸 다시 고기에 부어가지고 굳힌 게 술제예요. Klingt irgendwie total. Es klingt schon nicht lecker. 한국 사람들 귀에는 어떻게 들릴지 모르겠는데 독일 사람들이 듣기에도 제 생각에도 술제 하면은 막 되게 와 맛있겠다 이런 생각은 안 들고 야, it's irgendwie ein bisschen eklig, ne? Es ist definitiv was Besonderes. 한국에도 돼지머리 국밥 있잖아요. 그거 먹는 게 나을 것 같아요. 돼지머리 먹으려면 만약에 독일에 와서 뭔가 특별한 걸 드시고 싶다 아니면은 뭐 신맛을 좋아하신다면은 술제를 사시는 것도 괜찮을 것 같아요. 저희 입맛에는 많이 안 맞는 것 같아요. Es hat uns nicht so gut geschmeckt. Für euch, Leute, für euch. Wir wollten euch was Neues vorstellen. Aber um zu wissen, wie es schmeckt, müsst ihr euch eine eigene Meinung bilden. Probiert es ruhig selbst. Sagt uns, was ihr davon haltet, wenn ihr es mal finden könnt. Wir sind sehr gespannt, ob vielleicht jemand das total lecker findet. 호불호가 많이 갈릴 것 같아요. 그럼 저희는 여기까지 하고 다음 주에 새로운 영상으로 찾아올게요. 그럼 그때까지 달콤하세요. 쥬스!